Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Ben Fresh gegen Mo Abdallah steht bald an, und zwar am 3. Juni in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. So, wirklich ein sehr, sehr geiler Kampf. Zwei Heavyweights, die aufeinander clashen, das wissen wir. Das Face-to-Face von den beiden war eher ruhig. Beide haben versucht, wirklich ihre Sicht zu erklären, warum dieser Streit zwischen den beiden eigentlich entstanden ist. Aber dieser Kampf ist ernst und ja, voller Emotionen. Das muss man auf jeden Fall an dieser Stelle so sagen. Die beiden mögen sich nicht, ja, die beiden mögen sich auf jeden Fall nicht, und ich denke, das Ganze wird im Ring ausgetragen, und zwar auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Mo Abdallah hatte gestern ein Bild gepostet, wo er wirklich sehr, sehr viele Leute geschockt hat, mich unter anderem. Und kurz vorab, Freunde, lasst doch unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, weil 62% von euch dies noch nicht getan haben, und schaut bei ESN vorbei, mit dem Code NOTIME könnt ihr mich supporten. Denn wir wissen, es gibt im Heavyweight, also im Super Heavyweight, auf jeden Fall im Boxen kein Limit. Bei der UFC gibt es ja beispielsweise im Schwergewicht das Limit von 265 Pfund. Das darfst du nicht überschreiten, aber beim Boxen ist es halt grenzenlos. Ja? Also alles, was über 100 Kilo geht, ist grenzenlos. Ne? Und da kannst du wirklich selber entscheiden, wie viel will ich machen, wie viel will ich wiegen. Und Mo Abdallah wird einiges an Gewicht draufpacken. Haltet euch fest, Mo Abdallah wiegt momentan 152 Kilogramm, Freunde. Das müsst ihr euch mal geben. Und dazu könnt ihr euch jetzt gerne mal diesen Clip anschauen. Bruder, weißt du, wenn ich jetzt gegen dich, da hätte ich mich vorbereitet. Da habe ich eine richtig harte Vorbereitung, lange Zeit. Aber, Bruder, doch nicht gegen den Ben. Was denkst du denn? Ja, okay. Redet er immer so groß, ja, der Kampf mit Ben wird nicht lange dauern und so. Also wenn er das wirklich so einfach auf die Schulter nimmt, dann... Ich hab noch eine Frage, Bruder. Und zwar, wir haben ja gerade mit dem telefoniert, und er hat uns die Information gegeben, dass er aktuell 149 Kilo wiegt, Bruder. 149, Digga, was sagst du dazu? Also ist krass für ihn. Ich glaube, wir kämpfen 8 Runden oder so. Okay. Wenn er mit 100... er geht bestimmt darauf, also er geht davon aus, dass er mich in der ersten Runde auslocken möchte. Aber ich glaube, er hat das vergessen, ne? Er muss mich komplett kalt ausnocken, damit er gewinnt. Unabhängig davon postete Mo Abdallah ein Bild, wo er dann sagte, ich will 155 Kilogramm gehen, ich will so in den Fight rein. Ben sagte hier auf der anderen Seite, ey, ich wiege ungefähr so 120. Ich denke, jetzt, wo er das gehört hat, wird er auch ganz klar sagen, ich gehe weiter hoch. Ich werde auch nicht stehen bleiben mit dem Gewicht. Aber wie Ben schon sagte, ist eine Konditionssache, kann gefährlich werden. Umso mehr du wiegst, umso mehr Gewicht musst du auch tragen. Der Kampf geht 8 Runden, und ich denke, Mo Abdallah geht hier auf dieses Alles oder Nichts mit dem Knockout. Deshalb packt er auch das große Gewicht drauf, ne? Weil ich denke nicht, dass Mo Abdallah darauf hinaus spekuliert, 8 Runden mit Ben zu kämpfen. Aber wir werden sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Ben sagte, wenn du mich K.O. schlagen willst, dann musst du es schnell machen. Ja, du musst mich eiskalt ausnocken, weil wir kämpfen 8 Runden, mein Lieber. Interessante Sache, es wird richtig nice zwischen den beiden. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Das wär's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.